Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja mit deinem Kanal für Spielideen für zu Hause, Baby- und Kleinkindentwicklung, Montessori-Erziehung und positive Disziplin. Heute möchte ich euch ein paar Spielideen liefern. Spielideen für Babys bzw. Kleinkinder im Alter zwischen dem 12. und dem 15. Monat. Diese Spielideen sind nach Montessori inspiriert. Heute werde ich euch unser Montessori-Regal zeigen mit den beliebtesten Spielsachen, Material, wie das in Montessori-Sprache ist. Man redet nicht von Spielzeug und Spielsachen, sondern von dem Material. Und ich werde euch die beliebtesten Sachen zeigen, die wir in diesem Alter benutzt haben und womit Andreas gearbeitet hat. In unserem Wohnzimmer und das ist die Ecke, wo die Kinder spielen, beziehungsweise das Regal, wo ich die Spielzeuge platziere, wo ich das Material für die Kinder platziere. Momentan seht ihr nur das Spielzeug für Andreas. Das war das Spielzeug, womit er gerne zwischen dem 12. und dem 15. Monat gespielt hat. Das sind noch die Sachen, die immer hier stehen. Das ist eine Kiste mit Lego. Mit Lego-Steinen und das ist die Kiste mit den Büchern und da hinten ist so ein Box mit Musikinstrumenten. Das Regal teilen beide Kinder von uns. Normalerweise wird die unterste Reihe von dem Regal für Andreas vorgesehen und die oberste Reihe für Annabelle. Wie ich bereits am Anfang gesagt habe, das ist nur das Spielzeug von Andreas momentan. Das ist für das Video. Und wir fangen hier unten an. Das sind die bunten Stapelringe. Die habe ich bereits in dem Video Spielzeuge für Kinder zwischen dem 9. und 12. Monat gezeigt. Und wie ihr seht, wandert dieses Spielzeug einfach in die neue Altersgruppe, weil in dem Alter zwischen dem 9. und 12. Monat haben sich die Kinder erstmal mit dem Spielzeug vertraut gemacht. Die haben versucht, ein Stapelring auf diesen Stab drauf aufzufädeln. Ich habe auch in dem Video gesagt, dass am Anfang präsentiert er dem Kind das nur mit einem Stapelring, damit es nicht überfordert wird. Und wenn das Baby das gemeistert hat, könnte er natürlich die ganzen Stapelringe so dem Baby anbieten. Und das hat Andreas gerne in dem Alter mit 12 Monaten, mit 13 Monaten hat er gerne damit gespielt. Und bei Montessori bietet man das immer so an, dass das nicht bereits zusammengestellt ist, nicht in der Pyramidenform, sondern dass es in einem dekonstruierten Zustand so gesehen und das soll dem Kind Reize geben, dass das sieht dieses Spielzeug, dieses Tablett. Am Anfang muss ich natürlich Andreas helfen, das Tablett aus dem Fach rausholen. Das hat er in dem Alter noch nicht geschafft und was er tut, er sieht das und er will natürlich gerne ausprobieren, kriegt er das drauf oder nicht und damit hat er sehr gerne gespielt und als er davon satt war von diesem Spiel, habe ich ihm eine andere Variante angeboten, was ein bisschen schwieriger war. Und zwar so ein Spielzeug, hier ist es der Punkt, dass die Stäbe jetzt ein bisschen enger sind, ein bisschen schwieriger für das Baby, das wirklich zu treffen. Und hier lernt das Baby die ersten Formen kennen. Dieses Spiel kommt eigentlich mit verschiedenen bunten Farben, aber am Anfang, damit das Baby nicht überfordert wird und damit das Baby versteht, was von ihm verlangt wird und was er lernen soll, habe ich ihm nur eine Farbe gegeben, also in diesem Fall rot, so dass er tatsächlich versteht, dass jetzt in diesem Fall soll er die ersten Formen kennenlernen. Hier geht es nicht darum, dass er die Farben lernt, sondern nur die Formen und versucht, die Formen hier auf die Stifte drauf zu bekommen. Das hat er auch ganz gerne gemacht, diese Auffädelspiele waren der Hit bei ihm, der mochte das sehr gerne. Das Spiel, das Material, was in diesem Fach war, habe ich immer getauscht. Also wenn er genug von diesem Spiel hatte, er merkt das, dass es nicht mehr damit spielt, nicht mehr gerne das in die Hand nimmt. Das heißt, ihr könnt das rausnehmen und rotieren. Und an dieser Stelle kam immer ein neues Spiel und mit einem höheren Schwierigkeitsgrad, was sein Interesse wieder geweckt hat. Die nächste Stufe waren für ihn diese kleineren Ringe. Die sind noch viel kleiner. Und hier liegt wiederum das Augenmerk auf die Farben.
Es gibt ein Spiel, ein Material von Montessori aus dem Montessori Shop, die so ähnlich aussieht. Ich habe das hier zweckentfremdet. Übrigens, alle Sachen, die ich hier zeige, werde ich in der Infobox verlinken, wie immer. Falls ihr, wie hier in diesem Fall, habe ich das irgendwie zweckentfremdet. Das kann ich natürlich nicht verlinken, aber ich werde euch Alternative verlinken, was ich im Montessori Shop gesehen habe. Und hier kann das Kind natürlich nach den Farben vorgehen, wobei in diesem Alter wird es nicht erfolgen. Das ist noch viel zu früh, dass das Kind solche Unterschiede merkt in Farbschattierungen. Aber der hat gerne wiederum damit gespielt, indem er das einfach willkürlich aufgefädelt hat. Und dadurch, dass ich hier ziemlich viele Ringe ihm angeboten habe, war der sehr lange beschäftigt und das war sein Lieblingsspielzeug. So, das nächste Regal beinhaltete bei uns Puzzle. Die kennt ihr bereits auch aus dem vorherigen Videos, Und am Anfang habt ihr natürlich dem Kind nur Kreise angeboten. Das ist das Einfachste, was das Kind meistern kann. Das ist der Kreis, weil das ist natürlich ohne Ecken und kann man ziemlich schnell richtig einlegen. Später kann man dem Kind alle Spielformen anbieten, alle Formen anbieten. Das ist hier auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wofür sich dein Kind interessiert. Es kann sein, dass mit 12 Monaten kann er das natürlich noch nicht machen oder kann nur die Kreise reinlegen. Musst du nach deinem Kind vorgehen und schauen, wie seine Entwicklung ist, was er bereits gemeistert hat. So, weiter geht's mit diesem Sortierspiel. Und hier hat das Baby, bei diesem Spiel waren die Formen flach. Hier sind die Formen bereits dreidimensional und das Kind lernt, was Würfel ist. Und wenn du dieses Spiel das erste Mal deinem Baby präsentierst, man zeigt immer in Montessori eine Darbietung, macht man als am Anfang. Ich würde jetzt Darbietung machen, ja, und das macht man ohne Wörter. Also du zeigst dem Kind, dass es verschiedene Öffnungen testen soll. So lernen sie, dass sie quasi jede Öffnung ausprobieren können und somit kriegen sie es hin, welche Form wohin gehört. Und mit der Zeit wissen sie es einfach und können das schon Augenmaß verwenden und das richtig einsortieren. Dieses Spielzeug habe ich auch in dem vorherigen Video gezeigt und wie du siehst, einige Spielzeuge wandern aus einer Altersgruppe in die andere, indem das Baby seine feinmotorischen Fähigkeiten verbessert und das Spielzeug vollständig nutzen kann. Weiter geht's mit diesem Spielzeug und das hier haben wir selbst gebastelt. Eigentlich werde ich euch auch hier einige Sachen zeigen, was wir selbst gebastelt haben und das ist eins von diesen Spielzeugen. Ich verlinke euch gleich, was man in dem Montessori-Shop findet und das ist wirklich sehr reines Montessori-Material für Kleinkinder, vertikaler Stift. Und das ist wiederum die Steigerungsstufe von diesem Spielzeug. Hier müsste das Kind das einfach auffädeln obendrauf. Hier ist die Schwierigkeit, dass dieser Stift bereits horizontal ist und das Kind übt andere Handgelenk-Kombinationen oder die Handgelenk muss sich anders rotieren, damit man diese Scheiben hier rausbekommt. Und das Interessante ist, dass obwohl das jetzt nichts anderes ist, nur die Ausrichtung von dem Stift hat sich geändert, ist es bereits eine große Schwierigkeit für das Kind. Gehen wir weiter. Hier oben haben wir etwas, was ich wiederum selbst gebastelt habe und ich habe sogar ein Video dazu, das verlinke ich euch in der Infobox. Und das ist auch etwas, was man sehr einfach basteln kann aus einem Schuhkarton. Einfach Öffnung ausschneiden und man kann hier das ist so Pokerchips. Man kann aber auch Deckel benutzen, vielleicht so für ganz kleine Babys. Hat mir jemand auch in den Kommentaren geschrieben, man könnte zum Beispiel von Babynahrung diese Deckel aufsammeln und die am Anfang nutzen. Die sind ein bisschen größer.
Das ist in Montessori, heißt das Posting Activity, also Activity, Aktivität, wo man irgendwas irgendwohin reinwirft. Angefangen wurde mit einem Ball, das habe ich euch auch in dem vorherigen Montessori-Spielzeugvideo gezeigt. Und die Herausforderungsstufe wird höher und höher. Wenn er das gemeistert hat, habe ich ihm andere Übungen angeboten. Er hatte eine Reihe von verschiedenen Posting-Activities gehabt, Posting-Aktivitäten oder ja, Einwerfaktivitäten gehabt. Die habe ich alle in kleinen Spiel der Woche-Videos gezeigt. Das werde ich euch alles verlinken. Ich zeige euch, was er noch sehr gerne gespielt hat, ist Mosaik. Das haben wir geschenkt bekommen. Ist vielleicht nicht die tollste Qualität, ja, aus Plastik. Ich weiß es nicht, ob man bessere Qualität finden kann. Aber bei Andreas hat sich die sensitive Periode für Kleinteile ganz früh angefangen und er mochte die Kleinteile und diese Mosaik ist natürlich perfekt. Er wollte immer damit spielen und er hat das ganz gerne hier in das dafür vorgesehene Tablett reingemacht. Das hat er sehr gerne gemacht. Und ich zeige das hier wirklich, weil wir gerne damit gespielt haben. Für manche Kinder könnte es natürlich viel zu früh sein, weil das bereits sehr, sehr kleine Teile sind. Und ihr müsst natürlich nach eurem Kind schauen. Wie gesagt, bei uns war das kein Problem. Er hat das kaum in den Mund genommen. Klar, die sensitive Periode für Kleinteile läuft gerade an, deswegen steht es eigentlich auch oft bei uns auf dem Regal. So, und wie ihr seht, wir haben ganz viele Spielzeuge. Ich habe euch ganz viele Spielzeuge gezeigt, die Hand-Auge-Koordination betreffen, die für die feinmotorische Fähigkeiten gedacht sind. Und das ist etwas, was die Kinder in dem Alter stark beschäftigt. Ja, die wollen die Hände. Ihre Handfähigkeiten werden besser und besser und die üben ganz fleißig dran. Aber nicht nur die Feinmotorik ist großer Bereich in der Entwicklung, sondern auch die Grobmotorik und das ist das Regal als Repräsentant für diesen Bereich. Ich habe hier ein Ziertier gezeigt, aber natürlich haben wir erstmal mit einem Schiebewägelchen angefangen. Und wenn euer Kind in dem Alter noch nicht läuft, würde ich auf jeden Fall empfehlen, so ein Schiebewägelchen anzuschaffen. Das ist eine tolle Unterstützung für die Kinder, die laufen lernen. Das war bei uns der Renner. Das wird immer noch eingesetzt. Und ist echt versatil, finde ich toll, weil man kann auch hier verschiedene Sachen transportieren. Das Kind hält sich dran. Und das ist ja total unbedenklich, weil das Kind hält sich selbstständig an dem Wägelchen und schiebt es vor sich hin. Das ist nicht das gefährliche Lauflernhilfe, wo das Baby irgendwie reingesetzt wird, wo das Baby nirgendwo hingehen kann ohne Hilfe des Erwachsenen. Also es ist wirklich unbedenklich und das kann später auch oft Freude bringen. Von daher empfehle ich das ganz herzlichst für die Kinder, die gerade anfangen zu lernen. Und Andreas hat gerade in diesem Alter gelernt zu laufen und als er sicher auf seinen Beinen stand, war dieses Spielzeug eine große Hilfe, große Freude. Das ist das Spielzeug, wo man jetzt etwas vor sich hinschiebt, wobei es nicht bietet nicht so viel Halt wie das Lauflernwägelchen. Ja, und da muss natürlich das Baby oder das Kind bereits ziemlich sicher auf den Beinen stehen. Was auch sehr toll für die grobmotorische Entwicklung ist und für die Entwicklung des Gleichgewichtssinns, ist so ein Schaukelpferdchen. Und dieses Schaukelpferdchen liebt Andreas über alles. Das schaukelt er mehrmals am Tag und manchmal schläft er sogar ein. Und das war ein Geschenk für meine Tochter, was er sehr, sehr gerne nutzt. Und später, nachdem das Kind alles Mögliche vor sich hingeschoben hat, ist dieses Spielzeug ganz beliebt. Das ist ein Hund, was man hinter sich ziehen kann, Hund an der Leine. Und wir haben verschiedene Sachen davon. Ich zeige euch gleich. Und zwar haben wir noch so ein Häschen und so ein Traktor. Aber das ist völlig unnötig. Ich wollte einfach zeigen, was für Sachen gibt.
So, die nächsten zwei Regale, die betreffen Sprachentwicklung. Und falls du das deinem Baby noch nicht gezeigt hast oder falls du deinem Baby das noch nicht eingeführt hast, würde ich höchstens empfehlen, in diesem Alter solche Körbe zusammenzustellen. Und das ist hier Bauernhoftiere. Man kann natürlich andere Gegenstände reintun, wie zum Beispiel Küchenutensilien oder irgendwelche oder vielleicht kleine Autos, wenn es ein Junge ist und sich für Autos interessiert. Und hier könnt ihr bereits eurem Kind einen Unterricht, einen Sprachunterricht geben. Und in Montessori werden die Sprachunterrichte in drei Phasen aufgeteilt. Und eigentlich für diese Stufe, für dieses Alter gilt nur Phase 1, indem du Gegenstand deinem Kind zeigst und sagst, was das ist. Ja? Das ist die Kuh. Die Phase 1 macht man eigentlich automatisch als Eltern, ja, dem Kind werden die Gegenstände gezeigt und die benannt. Die Phase 2 bedeutet, dass dem Kind, wenn du merkst, dass das Kind bereits sicher wird und das Kind ja verschiedene Gegenstände kennengelernt hat und weiß, was die Katze ist und was eine Kuh ist, dann kannst du dem Kind in der Phase 2 einfach fragen: Kannst du mir bitte zeigen, wo die Katze ist? Kannst du mir bitte zeigen, wo die Kuh ist? Kannst du mir bitte zeigen, wo das Pferd ist? Ja? Natürlich wird das hier vielleicht nur drei auf einmal, drei Gegenstände, drei Tierfiguren auf einmal dem Kind gezeigt. Und du fragst einfach, kannst du mir bitte auf das Pferd zeigen? Das kannst du bereits in diesem Alter üben. Die Kinder erleben eine Sprachexplosion in diesem Alter. Du merkst, dass das Kind komplett alles versteht, ja, in dem Alter. Das ist ja Wahnsinn. Es kann so viele Wörter und er versteht alles, was du ihm sagst. Leider ist sein Wortschatz noch nicht so ausgebaut. Die ersten Wörter kommen jetzt in dem Alter und du kannst mit dem Kleinen so ein Spiel spielen. Das ist eine Variante. Die zweite Variante, was wir gerne gemacht haben, sind die verschiedenen Sprachkarteikarten. Ich habe euch hier verschiedene Sets. Das wird natürlich nicht so präsentiert. Und das habe ich euch bereits gezeigt in dem anderen Video. Das haben wir ganz lange genutzt. Das waren die Fotos von uns, von Familienmitgliedern, also das sind die Gesichter, die das Baby bereits kennt. Und das ist toll für Kinder. Sie mögen immer Gesichter anzugucken, vor allem die Leute, die sie bereits erkennen. Und dieses Spiel, diese Karteikarten sind immer noch aktuell bei uns. Ja, das war ja Andreas noch ganz klein hier. Und inzwischen kann er bereits die Namen nennen. Was wir noch gerne genutzt haben in dem Alter, das sind die Karten mit wiederum mit Bauernhoftieren. In dieser Variante einfach als Karteikarten. Also solche Karteikarten kannst du in unzählige Menge ausdrucken. Was haben wir noch hier? Wir haben gerne noch die Körperteile gelernt, ja, Auge, Nase, Kopf. Diese Karteikarten kann man im Internet finden oder man kann tatsächlich Fotos machen von den Gegenständen, die das Baby, das Kind kennt. Zum Beispiel das Möbel, was das Kind gerne nutzt oder das Geschirr. Seine Körperteile, ja, Nase, Mund und so weiter. Und man kann ja Fotos machen und die Fotos ausdrucken. Also da kann man dann unterschiedlich das gestalten und mit dem Kind die Sprache üben. Natürlich zu der Sprachentwicklung gehören auch Bücher und ich zeige euch, also wir haben hier nicht so viele Bücher und das ist, wie gesagt, von beiden Kindern wird es genutzt. Was wir sehr gerne oder was Andrea sehr gerne mag, sind diese Bücher. Also die Bücher, wo man einfach die Wörter lernt und versucht bitte natürlich die realistische Bilder, also die Bücher zu finden, die realistische Bilder enthalten, wo das Kind tatsächlich die Sachen erkennen kann und dass es nicht gemalt ist. Hier bleibt er lange stehen und zeigt mit dem Finger auf verschiedene Sachen und ich benenne ihm das. Das könnt ihr auch so spielen, also ihr braucht jetzt nicht unbedingt die Karten zu machen, wobei die Karten sind in dem Sinne praktisch, dass sie
dass es nicht überfordernd ist, ja, weil auf einer Karte siehst du nur einen Gegenstand und auf dem Bild von einem Buch gibt es ganz viele Gegenstände, wo das Kind dann sich besser konzentrieren muss. Zu diesem Buch greift er auch ganz gerne, ja, weil hier wiederum um die verschiedenen Transportmittel geht und Baustelle und so weiter. Und das mag er sehr, das zu betrachten und die Wörter dazu zu lernen. Also das ist etwas, was ihn sehr beschäftigt. Das mag er sehr, das sind die Obst und Gemüse. Ich weiß nicht wieso, aber er blättert das sehr, sehr gerne. Das ist wiederum, sind, ich glaube, das waren von diesen frechen Freunden, genau, das, diese Quetschbeutel, und da kam dieses Buch dabei, war dieses Buch dabei. Und ja, es sind realistische Bilder, nur haben die ein bisschen Auge, aber das stört uns nicht. Und er blättert sehr gerne in diesem Buch. Diese kleinen Dudenbücher sind auch super, weil da hast du wiederum nur ein Bild pro Seite und die sind super praktisch für Babys Hände, die sind klein. Damit marschiert er auch die ganze Zeit durch die Wohnung, blättert das und versucht hier die Wörter zu lernen. Ja, das hier hat er auch, mag er auch, weil hier kann man so die Teile bewegen. Aber die Bilder hier finde ich ziemlich grausam. Hätte ich jetzt nicht so gekauft, das haben wir geschenkt bekommen, aber er mag diese Teile, von daher, deswegen ist es jetzt in diesem Korb, in diesem Bücherkorb. Und was wir noch ganz gerne machen, sind diese meine ersten Kinderreime. Was ist, also 10 kleine Zappelmänner und so weiter. Also das ist auch etwas, was wir gerne vorlesen, weil das wird gereimt und die Kinder mögen besonders die gereimte Sprache. Deswegen lesen sie das gerne mit dem Papa. Ich hoffe, das Video war interessant. Schreib mir in den Kommentaren deine Anregungen. Ich mag es, eure Kommentare zu lesen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Viel Spaß mit euren Kleinen und wir sehen uns nächsten Freitag. Tschüss!